Seit Jahrtausenden bereichern die Früchte des Haselstrauches den Nahrungsplan der Menschen. Die gewöhnliche Hasel ist ein 2 bis 6 Meter hoher Strauch. Bis auf Nässe verträgt sie jeden Standort. Deshalb ist sie weit verbreitet und kommt in ganz Europa bis in Höhenlagen von 1800 Metern vor. Haselsträucher zählen zu den Pionierpflanzen. Sie gedeihen sogar auf kahlen, unbewachsenen Flächen gut und wachsen schnell. Ihr Wurzelsystem ist intensiv verzweigt und bildet neben einer tiefen Pfahlwurzel starke Seitenwurzeln aus, die dicht an der Oberfläche liegen. Die jungen Triebe der Hasel können im ersten Jahr gleich mehrere Meter hoch werden. Erst im darauffolgenden Jahr verzweigen sie sich. Die Blätter der Hasel stehen einzeln abwechselnd rechts und links an den Ästen. Man nennt das wechselständig. Ein Haselblatt sitzt an einem bis zu 15 mm langen, drüsig behaarten Stiel. Die eiförmigen Blätter werden bis zu 15 cm lang. Charakteristisch ist die deutliche Spitze und der gesägte Blattrand. Je nach Standort blüht der Haselstrauch von Januar bis April und ist somit einer der ersten Blüher unserer Flora. Jeder Haselstrauch hat gleichzeitig männliche und weibliche Blüten. Die männlichen Kätzchen sind gelbbraun, etwa 3 bis 7 Zentimeter lang und hängend. Sie werden schon im Herbst des Vorjahres gebildet. In der Vergrößerung erkennt man den Aufbau des walzenförmigen männlichen Kätzchens. Es besteht aus vielen Teilblütenständen mit je einer Deckschuppe. Darunter hängen jeweils 8 Staubblätter, die den Pollen produzieren. Jedes einzelne männliche Kätzchen enthält Millionen Pollenkörner. Diese schwebfähigen Pollen zählen zu den Auslösern der Frühjahrspollenallergie, im Volksmund auch Heuschnupfen genannt. Die reifen Pollenkörner rieseln nicht einfach zu Boden. Sie bleiben sozusagen startklar auf der Deckschuppe einer unteren Blüte liegen, bis der Wind sie erfasst und kilometerweit davonträgt. Oder aber nur bis zur nächsten reifen Narbe einer weiblichen Blüte, die in einer Knospe sitzt. Nur die roten Narben ragen ungefähr 1 Millimeter aus der unscheinbaren Knospenschuppe heraus. Sie besitzen weder Duftstoffe noch Nektar. Deshalb sind sie auch für Bienen und andere Insekten nicht interessant. Nach der Befruchtung entstehen aus den weiblichen Blüten die Haselnüsse. Die zunächst grünen Früchte werden geschützt durch 3 Blätter, deren Enden unregelmäßig geschlitzt sind. Die Nüsse stehen einzeln oder auch zu mehreren zusammen. Im August sind die Haselnüsse reif. Sie werden braun, lösen sich aus den Schutzblättern und fallen auf den Boden. Die derbholzige Fruchthülle umschließt einen essbaren Samen. Das wissen auch die Eichhörnchen. Sie sind im Winter, wenn es keine andere Nahrung gibt, auf die Früchte von Hasel, Rotbuche, Eichen und Walnussbäumen angewiesen. Legt das Eichhörnchen seinen Wintervorrat an, vergräbt es die Nüsse. Haselnüsse werden von den Menschen schon seit der Mittelsteinzeit, etwa 7000 bis 4000 Jahre vor Christus, als Nahrung genutzt. Das belegen archäologische Funde in Brandenburg. Dort wurden die Schalen von Haselnüssen in Tongefäßen entdeckt. Um den heutigen Bedarf des Menschen an Haselnüssen zu decken, werden die Sträucher in Plantagen gezogen. Meist wird die Lambertshaselnuss angebaut, die auch als große Hasel bekannt ist.